Hallo, Namaste. Mein Name ist Stefanie Weihrauch. Ich bin eine Yogalehrerin mit ganz viel Liebe und Freude und möchte dir heute mal die Atemtechnik doppelt so lange auszuatmen wie einzuatmen näher bringen. Das heißt, wir zählen den Atem, wir verlängern die Ausatmung. Du kannst zum Beispiel auf 3 und 6 zählen, auf 4 und 8 zählen, auf 5 und 10. Oder, ja, ich habe es mal auch eine Zeit lang für mich geübt, auf 10 und 20, aber wir starten mal ganz einfach mit 3 und 6, 4 und 8 und dann kannst du selber mal schauen, ob dir die Übung gut tut, was es für dich bewirkt. Vielleicht fühlst du dich ruhiger, entspannter, kannst ein bisschen Stress abbauen, kannst zur Ruhe kommen. Vielleicht bist du auch schwanger, dann kannst du dich so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten, dass du mit der Wehe wirklich langsam ausatmest und das einfach üben mit dem Zählen. Also ich lade dich ein, jetzt direkt mit mir mitzumachen und zu üben. Du kannst dich auf dem Stuhl, auf dem Boden setzen, mal ganz bequem und versuch mal aufrecht und gerade zu sitzen, damit der Atem gut fließen kann, gut ein- und ausströmen kann. Und wenn du das hast, wenn du aufrecht und gerade bist, kreis nochmal die Schultern, leg die Hände, wenn du willst, entspannt auf deinem Bauch oder auf deinem Schoß ab, schließe die Augen. Und fang nochmal an, bewusst durch die Nase ein und wieder aus zu atmen. Ganz tief, ganz bewusst ein und wieder aus. Und beim nächsten Mal zähle auf 3 beim Ein und bei dem Ausatmen mal auf 6. Und ich zähle jetzt mal mit und wenn du willst, kannst du auch mit mir mit in meinem Rhythmus atmen und mitzählen. Atme ein, zwei, drei, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein, zwei, drei, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein, zwei, drei. Aus 2, 3, 4, 5, 6, jetzt mal 4, 8. 1, 2, 3, 4. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt schließe mal deine Augen oder lass die Augen geschlossen. Spür noch mal kurz nach. Lass den Atem wieder ganz entspannt ein- und ausströmen. Und jetzt nimm einfach mal wahr, wie du dich jetzt fühlst. Wie geht es dir jetzt nach dieser Atemübung? Ist es dir leicht gefallen? Hilft es dir zu zählen? Ging 3 und 6 gut und 4 und 8 schwierig oder ging beides sehr, sehr gut? Nimm einfach mal wahr, wie es sich für dich heute angefühlt hat. Und dann wäre mein Tipp, diese Übung jeden Tag mal zu machen, um wirklich immer mehr die Ausatmung zu verlängern. Dann profitierst du auch von diesen tollen Wirkungen, dass du dich entspannen kannst, Stress abbauen kannst, zur Ruhe kommen kannst. Du kannst das auch als Schwangere gut machen. Das ist nämlich ohne Atempause. Das heißt, du atmest nur ein und aus zur Geburtsvorbereitung oder um besser zu schlafen abends. Auch da kann es helfen. Und jetzt darfst du langsam zurückkommen, blinzeln, die Augen dann wieder öffnen und zurück in den Alltag kehren.
Namaste. Vielen Dank. Und vielleicht möchtest du ja auch mal noch die ein oder andere Atemübung mit mir ausprobieren oder vielleicht auch Meditation. Ich habe hier ganz, ganz viele Videos für dich. Schau einfach mal, was dich anspricht. Tschüss. Yoga.